Victoria Gold ist der neueste Goldproduzent im Yukon mit hohen Maschen. Victoria Gold ist an der TSX unter dem Symbol VGCX sowie in Frankfurt unter dem Symbol VI9A notiert. Das Unternehmen hat 61,4 Millionen ausstehende Aktien plus 3,7 Millionen Warrants und Optionen. Die Marktkapitalisierung liegt heute bereits bei etwa 1,2 Milliarden kanadische Dollar voll verwässert. Größte Aktionäre sind Orion Mine Financing mit 42%, Sun Valley mit 10% und Fidelity mit 3,2% sowie ganz wichtig das Management mit 2,6%. Hinzu kommen über 10 Institutionen wie Sprott, die insgesamt rund 8% halten. Victoria ist eine große Erfolgsgeschichte und der jüngste erfolgreiche Goldproduzent im Yukon. Man hat bereits die kommerzielle Produktion erreicht und die durchschnittliche Jahresproduktion ab 2021 soll bei über 210.000 Unzen liegen, wobei die AISC-Kosten deutlich unter 800 US-Dollar pro Unze Gold in der Mine liegen werden. Der Tagebau hat ein fantastisches 1:1 Abraum-Streifen-Verhältnis und die Haufenlagungsgewinnungsrate liegt bei 76%. Es besteht ein First Nation-Abkommen. Und da der Goldpreis in kanadischen Dollar ein Allzeithoch erreicht hat und 70% der Kosten in kanadischen Dollar anfallen, ist diese Mine ab nächstem Jahr eine echte Cash-Cow. Das Reservenblockmodell stimmt bisher sehr gut mit den Produktionsdaten überein. Die Ausbringung steht ebenfalls in guter Korrelation mit dem Modell, aber wir glauben, dass sich dies bei voller Auslastung noch verbessern wird. Victoria hat noch viel Potenzial, die Produktion durch ganzjähriges Erdstapeln weiter zu steigern und Tiefbohrungen haben Erweiterungen der Mineralisierung auf über 650 Meter Tiefe ergeben. Die vorrangigen Explorationsziele sind Nugget Raven und Lynx, auf denen bereits ein 6 Millionen Dollar Programm mit 14.000 Meter Länge läuft. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass Victoria Gold die Streichlinge auf dem Ziel Raven auf dem Grundstück Dublin Gulch verdoppeln konnte. Bis jetzt konzentrierte sich das diesjährige Explorationsprogramm auf Step-Out-Diamantbohrungen und Oberflächengräben. Bei den hochgradigen oberflächennahen Goldvorkommen auf Raven, Victorias neuester Goldentdeckung, die sich entlang des Potato Hills Trends befindet. Es wurden Golduntersuchungsergebnisse von 1094 Proben erhalten, einschließlich der vollständigen Ergebnisse der ersten 5 Step-Out-Bohrlöcher. In jedem dieser Bohrlöcher wurden hochgradige Goldabschnitte identifiziert, wie zum Beispiel über 34 Gramm Gold oder 29,8 Gramm Gold pro Tonne, jeweils über 0,6 Meter und viele weitere großartige Ergebnisse. Natürlich sieht Victoria Gold durch diese Goldpreise wie ein attraktives Übernahmeziel aus, aber wir denken zu viel höheren Aktienkursen. Victoria Gold ist mit einer vorigen Kreditfazilität von 100 Millionen US-Dollar von SocGen, Macquarie und Cat Finance zu einem Satz von LIBOR plus 5% gut finanziert. Man zahlt in 15 vierteljährlichen Raten bis zum 30. November 2023 zurück. Hinzu kommt eine nachrangige Kreditfazilität in Höhe von 75 Millionen US-Dollar von Orion zum LIBOR plus 6,7% mit vierteljährlicher Rückzahlung und einer endfälligen Tilgungszahlung am 31. Mai 2024. Beide Kredite können ohne Vertragsstrafen vorzeitig getilgt werden. Schließlich kommt noch die Caterpillar Lease-Fazilität von 50 Millionen US-Dollar mit einem LIBOR plus 4,25% und einer Rückzahlung über 4 Jahre hinzu, wobei hier schon seit November 2018 getilgt wird. Da der Cashflow nun mit der Produktion wächst, sehen wir keine Risiken für die Verschuldungssituation des Unternehmens und sind ziemlich sicher, dass es zu vorzeitigen Rückzahlungen kommen wird. Victoria musste klar Risiken abdecken und reduzieren und hat dazu eine 100.000 Unzen kostenfreie Collar-Goldabsicherung mit 40.000 Unzen in diesem Jahr und 60.000 Unzen im Jahr 2021 abgeschlossen. Danach ist das Unternehmen völlig frei und wir können uns sogar eine mögliche Dividendenzahlung dann vorstellen. 5 Analysten decken das Unternehmen ab und alle Kursziele sind jetzt bereits erreicht. Victoria dürfte aber weit höher bewertet werden. Gründe dafür sind das Erreichen des jährlichen Produktionsziels von weit über 200.000 Unzen Gold im nächsten Jahr, weiterfallende und bereits tiefe AISC und das Explorationspotenzial des Distrikts, was mittelfristig zu einer längeren Lebensdauer der Mine und einer höheren Jahresproduktion führen sollte. Ich bin der Gastgeber Jochen Steiger, Swiss Resource Capital in Partnerschaft mit Dukas Comedy TV. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus Genf.